Ich habe leider gar kein Bild von der Person, deswegen ist es relativ neutral. Das ist auch schwer. Das, das Gebäude hier, er wohnte hier, oder? Es ist die Nacht vom 15. auf den 16. Januar im Jahr 1919. Eine Pistole richtet sich auf Karls Kopf. 3 Meter von ihm weg, ein Mann, der die Pistole hält. Der Mann fordert ihn auf, sich umzudrehen. Gesagt, getan. Doch was ist in dieser Nacht passiert? Und wie kam es dazu? Alles beginnt im Jahr 1871, als der junge Karl Liebknecht in Leipzig das erste Mal das Licht der Welt erblickt. Das Haus, wo er geboren ist, ist ja nicht weit von hier, da in der Braustraße. Nach 4 Jahren Grundschule und dem Besuch des Nikolai-Gymnasiums macht Liebknecht sein Abi mit der finanziellen Unterstützung seiner Taufpaten. Und wir haben hier hinten ist ein Brief von Nathalie Reh an Friedrich Engels 1873, wo sie eben die angespannte finanzielle Situation der Familie beschildert. Liebknecht saß zu dem Zeitpunkt, also Wilhelm Liebknecht, im Gefängnis. Und Friedrich Engels hat also auch oft Geld nach Leipzig geschickt an die Familie Liebknecht. Er konnte sich das leisten. Vom Namen her ja, aber kann jetzt nicht genau sagen, wofür der bekannt ist. Ich glaube, er hat auf jeden Fall was ganz Wichtiges gemacht. Aber ich kann nicht genau sagen, was, weil ich kenne mich mit dem Thema nicht so gut. Er hat was mit Politik zu tun gemacht als früher. Ich habe ihn schon namentlich gehört, aber sonst weiß ich nicht, was er gemacht hat und so. Ich sage ja, der Westen hat wenig gewusst von hier, also vom Osten, hat auch nie drüber gesprochen. Ja, und deswegen, keine Ahnung. Und Sie haben ein Buch über Karl Liebknecht geschrieben? Ja. Also ich habe schon vor fast 30 Jahren habe ich ein Buch über die Ermordung von beiden, von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, geschrieben. Das habe ich genau recherchiert damals. Das war auch sehr umstritten. Das ist auch immer noch mein Buch, was sich am besten verkauft hat, ja, weil das halt eine sehr spannende auch Kriminalgeschichte ist. Ja. Und jetzt habe ich zum 150. Geburtstag ein Buch geschrieben oder halt eine Kurzbiografie und als Herausgeber dann Texte noch von Karl Liebknecht veröffentlicht. Nach seinem Abschluss zieht es ihn nach Berlin, um auf Wunsch seines Vaters Rechtswissenschaften zu studieren. Als er mit dem Studium fertig war, eröffnet er zusammen mit seinem Bruder Theodor eine Kanzlei. Und wenn man sich dann anguckt, was das damals für Prozesse waren und wen er verteidigt hat, da wurde eine Dienstmark vor Gericht gestellt, weil sie angeblich 5 Pfennig veruntreut hatte. Sie hatte natürlich kein Geld, sich einen Anwalt zu leisten, und solche Mandate hat Karl Liebknecht oft übernommen. Das war Karl Liebknecht immer wieder sehr wichtig, sehr nah an der Lebensrealität der arbeitenden Menschen zu sein und dann eben auch für Leute einzutreten, die da völlig in aberwitziger Weise angeklagt werden und sich sonst keinen Anwalt leisten können. Wissen Sie eigentlich, auf welcher Straße Sie hier gerade laufen? Ja, die Karl-Liebknecht-Straße. Die Frage hätte man sich eigentlich stellen müssen, warum heißt die Straße jetzt ausgerechnet hier genauso? Auf der Karl-Heine-Straße, oder? Nein, nicht Karl-Heine, Karl... Steht da, genau. Karl-Liebknecht-Straße, genau. Ja, ich bin auf die Karl-Liebknecht-Straße. Als sein Vater Wilhelm 1900 stirbt, tritt er der SPD bei, um dort die Arbeiterklasse zu unterstützen. Er war Stadtverordneter, er war Landtagsabgeordneter im Preußischen Landtag
Und ab 1912 reicht das Abgeordnete, 3 Mandate. Also das ist natürlich eine enorme Belastung. Also Zeitgenossen beschrieben ihn immer ständig unterwegs, ständig in Hektik, ständig immer irgendwelche Bücher und Papierstapel und Zeitung unterm Arm und immer von einem Termin zum nächsten gehetzt. Es ist so, dass der Karl Liebknecht wurde ja in der DDR sehr hoch gehalten, eigentlich höher als, so ein bisschen höher als Rosa Luxemburg. Ja. Und aber das hat sich umgedreht, jetzt ist Rosa Luxemburg eigentlich viel bekannter, ja, und viel beliebter, ja, und er ist so ein bisschen fast in der Versenkung verschwunden, ja. War halt politisch sehr aktiv und hat halt die Arbeiter vertreten. Ich habe leider auch gar keine Assoziation. Sozialismus? SPDler? Er war im antifaschistischen Untergrund tätig, oder? Er war linker Politiker? Naja, das war ein... Also ein Zeitgefährte, kann man sagen, Zeitgenosse von Marx, also jemand, also ein Politiker und auch Philosoph, kann man sagen. Ja, also eine Art Gründer der, oder Mitgründer der Sozialdemokratie. Ja, erinnert mich an die SPD und an die KPD, weil da war ja Politiker und auch Mitbegründer der KPD. Also ich weiß, dass er, genau, eine der Schlüsselfiguren für den Kampf gegen den Nationalsozialismus. Liebknecht hatte schon immer mal hier und dort kontroverse und kritische Schriften verfasst. Aber als er 1907 das Werk Militarismus und Antimilitarismus fertigstellte, musste er wegen des Hochverrats ins Gefängnis. 1911 starb seine Ehefrau, mit der er 3 Kinder hatte, an einer Operation. Liebknecht war jedoch nicht gänzlich zerstört durch diesen tragischen Schicksalsschlag, denn er hatte schon seit mehreren Jahren eine Affäre mit der Kunststudentin Sophie Riss. Nachdem Karl Liebknecht in diesem Jahr Sophie zu seiner Frau nahm, wurde er auch zusätzlich im Reichstag Mitglied. Er vertrat dort den linken Flügel der SPD. 1914, das Jahr, wo der Erste Weltkrieg ausbrach. Ganz wichtig und bis heute sicherlich aktuell ist sein Kampf gegen das Rüstungskapital für Frieden. Er hat konsequent gegen den Militarismus gekämpft, er war außerordentlich mutig, denn er hat sich als einziger Abgeordneter im Reichstag gegen die Kriegskredite gestellt. Dies führte dazu, dass Liebknecht trotz eines Alters von 43 Jahren zum Kriegsdienst berufen wurde. Anfang des Jahres wird Liebknecht aus der SPD ausgeschlossen. Und er beginnt, verstärkt auf Demonstrationen und Tagungen von sozialistischen Parteien Reden zu halten. Auch verteilte er Flugblätter. So auch am 1. Mai, wo er das berühmte Zitat »Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung« ansprach. Nach dieser Ansprache wird Liebknecht direkt verhaftet. Er wird zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Als Karl Liebknecht am 23.10.1918 freigelassen wird, wird er triumphal empfangen. Knapp 2 Wochen später ruft er, fast genau 2 Stunden zu spät, eine sozialistische Republik aus. Er und Rosa Luxemburg gründen die Rote Fahne. Ich finde ihn schon cool. Das war schon ein interessanter Mann, ja. Für einen gesellschaftlichen Wandel sicherlich, natürlich. Arbeiterbewegung ist schon wichtig. Aber schon auf jeden Fall positiv. Also ich glaube, es war ein sehr liebenswürdiger Mensch auf der einen Seite, ja, also der muss sehr menschlich gewesen sein. Ja. Also es gibt eine Aussage von seinem Sohn, dass eben am Anfang der Novemberrevolution, am 9. November, da gab es dann doch etwas Widerstand von Offizieren. Ja. Und da haben welche Arbeiter Offiziere gefangen genommen und wollten die erschießen. Ja. Und dann sind die Angehörigen zu Karl Liebknecht gekommen und dann hat er das verhindert. Ja. Also das, auf jeden Fall hat es sein Sohn erzählt, der Robert Liebknecht. Und auf der anderen Seite muss es aber auch ein Feuerkopf gewesen sein. Ja? Also der muss schon, wie soll man sagen, also der muss schon eine Persönlichkeit gewesen sein, die nach vorne ging, ja? Und die Weltrevolution machen wollte. Und da die ja immer so zusammen gewissermaßen gesehen werden,
Verwundert es dann oftmals das Publikum, dass man davon ausgehen kann, dass bis 1914 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Grunde genommen nichts miteinander zu tun hatten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber die kannten sich natürlich von Parteitagen, ne? Aber sie haben politisch nicht zusammengearbeitet. Und erst nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als Liebknecht gegen die Kriegskredite gestimmt hat, ne? Und die wenigen Linken völlig verzweifelt waren über die Burgfriedenpolitik der SPD-Spitze. Erst da kann man also sich nicht nur menschlich, sondern auch politisch näher. Und dann hat man eng zusammengearbeitet. Als weder Rosa Luxemburg als auch Karl Liebknecht kein Mandat im Rätekongress erhalten, gründen sie von der Nacht vom 30.12. zum 01.01.1919 die KPD. Und so gerieten also Liebknecht und Luxemburg, also alle die, die die Revolution vorantreiben wollten, gerieten von Anfang an in die Defensive. Ne? Und die SPD-Spitze, die hatte also alle Finanzen, die Druckereien und das alles. Und die, wenn man sich vorstellt, unter welchen Bedingungen da die Rote Fahne, ich habe mehrmals davon gesprochen, in welcher Auflage. Ne? Zunächst hatten die gar keine Druckerei. Ne? Also die haben wirklich mit kleinen, bescheidenen Mitteln angefangen in der Revolution. Die waren natürlich relativ bekannt, Liebknecht. Also jeder im Land wusste, wer Liebknecht und Luxemburg ist. Ne? Aber sie selber hatten also nicht den Einfluss auf die Arbeitermassen. Und so stärker also die Gegenrevolution wurde, so schwieriger und so prekärer wurde auch ihre persönliche Lage. Also der Robert Liebknecht hat das sehr anrührend geschildert, wie er also seinen Vater 3 Tage vor seiner Ermordung gesehen hat, in einer fremden Wohnung auf dem Billardtisch schlafend. Die waren von früh bis abends unterwegs, ne, haben Texte geschrieben. Das war ja noch die Zeit des Kaiserreiches in Deutschland und er hat eben sich eingesetzt für Demokratie und für die, also auch, dass eben die benachteiligten, weniger privilegierten Schichten mehr Mitspracherecht haben, Arbeiterklasse und sowas, das ist generell alles erstmal gut. Der hat doch 1918 die neue Republik in Deutschland ausgerufen. Und ich finde, er ist heutzutage unterschätzt. Ja? Also ich finde ihn nach wie vor, insbesondere was sein Antimilitarismus, finde ich nach wie vor exzellent. Inwiefern vielleicht seine Kindheit hier in Leipzig und das Verhältnis zu seinem Vater ihn dann beeinflusst hat oder seine politische Laufbahn dann beeinflusst hat? Also als Vater war er, glaube ich, ganz gut, aber natürlich war er, wie solche Männer dann, natürlich nicht so oft zu Hause. Ja. Und die sind ja in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ja. Und sein Vater war natürlich auch politisch verfolgt. Ja. Der war ja eine Weile lang im Exil, hat da Marx und Engels kennengelernt in London und kam dann aber wieder zurück und musste aber dann auch wieder außerhalb von Leipzig wohnen, weil er da auch ausgebürgert wurde. Also der Vater war einerseits verfolgt, auf der anderen Seite hat er mit die SPD, zusammen mit Bebel die SPD gegründet, ja, und war natürlich eine Heldenfigur, ja, und ist es auch heute noch für die SPD, ja. Also es war so ein bisschen ein Übervater. Ja? Und da muss man natürlich, da muss man sich ganz schön anstrengen, um sich von so einem Vater zu emanzipieren. Hier sind wir wieder. Es ist die Nacht vom 15. auf den 16. Januar. Ja, dann wurde Kopfgeld ausgesetzt. Ne? Also Wahnsinnssummen für damalige Verhältnisse. 1.000 Mark waren ja viel mehr als, das ist jetzt vielleicht 50.000 Euro oder so. Tötet ihre Führerschlag, Liebknecht tot, das kennt ihr vielleicht, dieses sehr berühmt-berüchtigte Flugblatt. Ne? So, und dann hatten sie im Grunde, wurden sie immer in verschiedenen Wohnungen versteckt. Und also es war eine richtige Hetz- und Pogrom-Stimmung. Und ja, dann führte das dazu, dass also in der Bürgerwehr sie entdeckt hatten, wo sie sich versteckt hatten. Und ja, dann kam es zu dieser Festnahme und dem berühmten Telefonat zwischen Waldemar Papst, das war der Führer der konterrevolutionären Truppen, und Noske, dem damaligen Verteidigungsminister. Und der Waldemar Papst, so hieß der Offizier, hat dann bei Noske angefragt, was er denn tun solle. Ne? Und dann hat Noske gesagt, ne, das werden sie doch wohl selber wissen, was jetzt zu tun ist. 3 Meter von ihm weg, Karl Liebknecht. Dreh dich um, ruft der Polizist. Gesagt, getan.
sogenannt auf der Flucht erschossen. Das heißt, so übersetzt, ne, gehen Sie mal 3 Meter, Liebknecht, und dann hast du da mehrere Schüsse in den Rücken abbekommen. Ne. Also Liebknecht wurde dann in der Mordnacht in dem Totenhaus abgeliefert, als sogenannter unbekannter Toter. Natürlich hat sich das dann wie Lauffeuer rumgesprochen, dass der tote Karl Liebknecht ist. Und Karl Liebknecht ist dann auch regulär beerdigt worden am 31. Januar 1990 zusammen mit einer Reihe von anderen erschossenen Kämpfern der Novemberrevolution. Und diese Gräber sind aber von den Nazis nach 1933 sind die quasi eingeebnet worden und alles zerstört worden. Das, was heute also auf dem Friedhof der Sozialisten, der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin, was da an Gräbern präsentiert wird, die Leichen oder die sterblichen Überreste, die sind nicht mehr vorhanden. Thank you.